Die heutige Lehreinheit stellt die Besonderheiten bei Morbus Parkinson dar, betreffend die Neuropathologie. Und wir werden erörtern, welche Auswirkungen dies auf das motorische Lernen hat. Wenn wir von hypokinetischen Syndromen wie dem Morbus Parkinson sprechen, dann sind Bereiche des zentralen Nervensystems betroffen. Im Fall des Morbus Parkinson fehlt ein wichtiger Neurotransmitter, der Botenstoff Dopamin. Dieser ist besonders wichtig in den Basalganglien, allerdings auch als Kontakt zu Cerebellum, also dem Kleinhirn, und dem präfrontalen Kortex von großer Bedeutung. Bei Morbus Parkinson sind also diese drei Bereiche, der präfrontale Kortex, Cerebellum und Basalganglien, betroffen. Und als nächstes möchte ich vorstellen, welche Aufgaben diese Strukturen besitzen. Gemeinsam sind die Basalganglien also eine wichtige Struktur bei Morbus Parkinson. Sie sind zuständig für die Vorbereitung und Ausführung der Bewegung. Sie kontrollieren vor allem komplexe Bewegungsabläufe. Sie koordinieren die Bewegung zusammen mit dem Cerebellum. Das Cerebellum ist das Kontrollorgan. Es vergleicht, wie die Bewegung beabsichtigt wurde, mit dem tatsächlichen Ergebnis der Bewegung. Das Cerebellum spielt eine wichtige Rolle, um die Bewegung in ihrem Timing anzupassen, sowie den Muskeltonus entsprechend passend zu gestalten. Der präfrontale Kortex, und zwar besonders der dorsolaterale präfrontale Kortex, sind wiederum wichtig, um die entsprechende Aufmerksamkeit zu leisten, die Bewegung zu entwerfen und dann die Ausführung zu kontrollieren. Parkinson wird hauptsächlich der Störung der Basalganglien zugeschrieben, aufgrund der Störung des Neurotransmitters, dem Dopamin, welches dort benötigt wird. Dadurch, dass es nun in den Basalganglien weniger Interaktion mit dem motorischen Kortex geben kann, weil das Dopamin fehlt, kommt es zu folgenden Leitsymptomen. Und zwar zur Bradykinese oder Hypokinese, also eine Bewegungsverlangsamung oder Bewegungsarmut, bis hin zur Akinese, wenn wir gar keine Bewegung mehr beobachten können. Diese fehlende Bewegung ist jedoch nicht auf eine Muskelschwäche zurückzuführen. Die Muskelkraft wäre vorhanden. Es geht rein um die von sich aus gestaltete Bewegung. Die ist reduziert oder verlangsamt. Ein zweites Leitsymptom ist der Rigor. Hier haben wir einen Hypertonus in der Muskulatur, welcher durch die gesamte Bewegung spürbar ist. Das führt dazu, dass wir, wenn wir einen Patienten oder eine Patientin mit Parkinson bewegen, sehr viel Widerstand erkennen und Agonisten und Antagonisten sind gleichzeitig aktiv. Es kann passieren, wenn wir bewegen und der Widerstand lässt plötzlich nach, dass es zu einem Zahnradphänomen kommt, eine ruckartige Bewegung. Das dritte Leitsymptom ist der Tremor. Hier sprechen wir vor allem von einem Ruhetremor. Wir unterscheiden vom Intentionstremor, der hauptsächlich bei zielgerichteten Bewegungen, also in Aktivität stattfindet, wie er bei zerebellären Läsionen vorkommen kann, bei Parkinson nun mit dem Ruhetremor von kleinen oszillierenden Bewegungen, die vor allem bei Nichtaktivität, also in Ruhe, vorkommen. Nun sind jedoch nicht nur die Basalganglien betroffen, wenn Dopaminmangel vorliegt. Es werden auch Veränderungen in anderen Gehirnarealen und mit deren Interaktion festgestellt. Das Cerebellum weist auch Veränderungen im Krankheitsverlauf auf. Diese Veränderungen sind auch auf die Degeneration der Dopaminrezeptoren zurückzuführen. Es kann auch passieren, dass es Folgen der medikamentösen Behandlung sind, wenn L-Dopa zugeführt wird. Und wir beobachten auch mögliche Kompensationsstrategien. Da das Cerebellum nun Aktivitäten kompensiert, die die Basalganglien nicht mehr ausführen können. Im Anfangsstadium bei Morbus Parkinson sind die Funktionsdefizite relativ gut kompensierbar, indem das Cerebellum vermehrt aktiv ist. Daher beobachten wir eine verstärkte Aktivität zwischen Cerebellum, Thalamus und Cortex.
Schreitet die Erkrankung fort, können jedoch die Beeinträchtigungen nicht mehr zur Gänze ausgeglichen werden. Das Zusammenspiel der wesentlichen Gehirnareale bei der willkürlichen Bewegung ist nun folgendes. Die üblichen zentralen Aktivierungsmuster sind bei Personen mit Parkinson-Erkrankung bei den willkürlichen Bewegungen gestört. Nun kommt es also zu einer verminderten Aktivität zwischen dem Striatum und dem Kortex, sowie auch zwischen dem Striatum und dem Cerebellum und zwischen jenen Verbindungen, die für die Aufmerksamkeitsleistung verantwortlich sind. Dafür sind nun motorische Verbindungen zwischen Cerebellum und Kortex verstärkt. Wenn man dies auf zentraler Ebene vergleicht zwischen Parkinson und gesunden Personen, sehen Sie sich bitte diese am Anfang recht komplex wirkende Grafik an und sehen Sie zuerst auf die roten Verbindungen. Diese weisen auf eine gesteigerte Aktivität zwischen den entsprechenden Arealen hin. Sie sehen also, dass gesteigerte Aktivität zwischen linker und rechter Cerebellum-Hemisphäre, dem prämotorischen Kortex und dem primärmotorischen Kortex stattfindet. Blaue Verbindungen weisen auf eine verminderte Aktivität zwischen den Arealen hin. Hier stechen uns die Basalganglien ins Auge, die ausschließlich verminderte Aktivität aufweisen und also weniger mit dem primärmotorischen Kortex links und rechts und weniger mit dem Cerebellum kommunizieren können, sowie auch weniger mit dem linken prämotorischen Kortex. Je nachdem, wie die Person funktionell beansprucht wird, kommt es also zu einer Unterbrechung zwischen präfrontalem und supplementärem oder prämotorischem Kortex. Diese Beobachtungen sind vor allem dann zu sehen, wenn Bewegungsabläufe ein bestimmtes Maß an Aufmerksamkeit brauchen. Also zum Beispiel, wenn freie Bewegungen gewählt werden dürfen, wenn der Zeitpunkt der Bewegungsinitiierung offen ist, wenn die Ausführungsgeschwindigkeit der Person selbst überlassen ist und besonders, wenn diese auf andere Situationen abgestimmt werden müssen, also reagiert werden muss. Es kommt zu weniger oder keinen Unterbrechungen bei Bewegungen, die durch externe Cues initiiert werden oder wenn der Ablauf bereits automatisiert ist. Nun gehen wir auf einen Exkurs, und zwar zu den Stadien des motorischen Lernens. Wir haben zuerst das Stadium der kognitiven Phase. Hier lernen die Personen eine Bewegung das erste Mal und wir beobachten eine hohe Fehlerquote, sehr variable Bewegungen, die immer unterschiedlich ausgeführt werden. Und die Bewegung muss kognitiv sehr stark kontrolliert werden. Das heißt, wir werden sehr viel Aufmerksamkeit im präfrontalen Kortex benötigen. Dies ist, wie wir nun wissen, bei Morbus Parkinson bereits sehr herausfordernd. Die assoziative Phase des motorischen Lernens bedeutet, dass wir weniger kognitive Ressourcen benötigen und die Bewegung nicht mehr so variabel durchgeführt wird. Die Personen erkennen ihre Fehler selbst und können sie auch alleine auflösen. Hier sind die Personen nun in der Lage, Timing und Antizipation von Bewegungen abzustimmen. Aus der Lehreinheit zuvor, die das Cerebellum betrifft, wissen wir, dass dieses Stadium besonders beeinträchtigt ist. Also Kleinhirnerkrankungen kämpfen genau mit der Fähigkeit, Fehler zu erkennen und sofort zu reagieren. Bei Morbus Parkinson ist das Kleinhirn nicht so stark betroffen, sondern nur die Verbindung zu den Basalganglien. Morbus Parkinson fällt es besonders schwer, das autonome Stadium zu erreichen. Die Automatisierung, die fehlt. Und Fehler zu erkennen und zu korrigieren, fällt den Personen sehr, sehr schwer. Das autonome Stadium würde bedeuten, dass wir weniger kognitive Ressourcen benötigen. Und genau das, das Dual-Tasken und das Transferieren in andere,
Übungssituationen oder Alltagssituationen fällt Personen mit Morbus Parkinson sehr, sehr schwer. Was passiert also während dieses Lernprozesses im zentralen Nervensystem? In der kognitiven Phase ist Aktivität vor allem in den kortikalen Arealen. In der assoziativen Phase müssen nun Areale wie das Cerebellum, das Kleinhirn, der Thalamus und das Putamen aktiv sein. Hier erkennen wir also bereits einen Teil der Basalganglien, das Putamen. In der autonomen Phase kommt es nun zusätzlich zu einer Reduktion der kortikalen Aktivität, und zwar besonders in jenen Regionen, die für die Verarbeitung von sensorischen Informationen, für die Planung und für die Aktivierung verantwortlich sind. Das, was Morbus-Parkinson-Patienten und Patientinnen sehr schwer fällt, Bewegungen zu planen und sich selbst zu aktivieren. Wenn Sie eine Bewegung das erste Mal lernen, brauchen Sie eine bestimmte Kapazität an kognitiven Ressourcen, also sehr viel Aufmerksamkeit im präfrontalen Kortex. Wenn Patienten und Patientinnen mit Morbus Parkinson also das autonome Lernstadium erreichen, brauchen sie immer noch Aufmerksamkeit und besondere Konzentration auf die Bewegungsausführung. Anders als bei Gesunden, die nur eine bestimmte Kapazität an kognitiven Ressourcen benötigen. Den Basalganglien kommt eine wichtige Rolle in der Automatisierung von Bewegungsabläufen zu. Das bedeutet also zusammengefasst, die Aufmerksamkeitsressourcen sind zwar vermindert, aber scheinen dennoch relativ intakt zu sein und motorisches Lernen ist möglich, wenn auch mit sehr hohem Aufwand verbunden. Personen mit Parkinson brauchen aber einen stark extensiven Übungsprozess und sehr viel Gehirnaktivität für die Ausführung. Nun gibt es eine Studie von Wu und Hallett, die die Gehirnaktivität zwischen Personen mit Parkinson und Gesunden verglichen haben mittels funktioneller Magnetresonanz und hier verglichen haben, wie die Personen Dual-Task-Aufgaben erlernen. Die erste Bewegungsaufgabe war, zwei Bewegungssequenzen mit den Fingern der rechten Hand unterschiedlich komplex zu erlernen. Die zweite Bewegungsaufgabe war, kognitive und motorische Dual-Task-Varianten zu erlernen. Was war das Ergebnis dieser Studie? Es zeigte sich eine verminderte kortikale Aktivität bei Gesunden, sobald sie die Bewegung automatisiert hatten. Auch wenn Personen ein vergleichbares Lernergebnis erreichten, war bei ihnen eine vermehrte Aktivität zu beobachten, und zwar im präfrontalen Kortex, welcher für die Aufmerksamkeit und Ausführungskontrolle verantwortlich ist, im parietalen Kortex, der ebenfalls für Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis und Ausführungsprozess zuständig ist, sowie in den prämotorischen Arealen und im Kleinhirn, da diese die zeitliche Organisation und die Kontrolle der Bewegung übernahmen. Wenn nun also Personen mit Parkinson sehr viele Aufmerksamkeitsressourcen in Anspruch nehmen müssen, dann wird ihre Dual-Task-Fähigkeit eingeschränkt sein. Also achten Sie bitte darauf in der Therapie mit diesen Personen, dass Sie fordern, aber nicht überfordern. Und Dual-Task-Aufgaben können zu einer solchen Überforderung führen, wenn wir sie nicht langsam und gezielt erarbeiten, beziehungsweise müssen wir berücksichtigen, wenn diese Fähigkeit wichtig ist, dass wir ausreichend Energie und Zeit zur Verfügung stellen. Also ist motorisches Lernen trotz Parkinson-Erkrankung möglich, braucht jedoch einen langen Übungsprozess. Je komplexer die Aufgabe ist, desto offensichtlicher werden Beeinträchtigungen. Und bei Dual-Task-Aufgaben kommt es also häufiger zu Fehlern und die Reaktionszeit ist verlängert. Akinesen oder Hypokinesen treten in erster Linie bei selbstinitiierten Bewegungen auf. Und hier können wir in der Therapie externe Cues verwenden, um die Anforderung an die Auswahl, Initiierung und das Timing der Bewegung zu erleichtern. Die Ausführung ist beeinträchtigt, wenn der Aufmerksamkeitsfokus auf die Bewegungsausführung oder Initiierung gelenkt wird. Wir möchten also bei Morbus Parkinson hier keinen internen Fokus, sondern einen reinen externen Fokus auf Cues, die visuell, auditiv, propriozeptiv oder mental sich außerhalb des Körpers ausrichten. So, das waren nun Informationen
zur Neuropathologie bei Morbus Parkinson und ihren Auswirkungen auf das motorische Lernen. Im Vortrag zum Thema Physiotherapie bei Parkinson und Demenz können Sie dieses Wissen nun anwenden, um zu erfahren, wie sich Befundaufnahme und Therapie dementsprechend gestalten lassen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei diesem Vortrag wiedersehen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.